Das James-Webb-Teleskop ist an seinem Weltraumparkplatz L2 angekommen und hat sich entfaltet. Die Messinstrumente sind fokussiert und geben uns einen besseren Blick ins Universum als jemals zuvor. Insgesamt 4 Bilder hat die NASA am 12. Juli veröffentlicht. Hier können wir einen Blick auf den Carina-Nebel werfen, um mehr über die Sternenentstehung zu erfahren. Und das hier ist ein Bild des südlichen Ringnebels, um den Sternentod besser zu verstehen. In dieser Aufnahme hier sieht man Stevens Quintett, das neue Erkenntnisse darüber liefern soll, wie sich Galaxien im frühen Universum gebildet haben. Und zu guter Letzt haben wir ein Bild von SMAX0723 bekommen, womit man sehr alte Galaxien untersuchen möchte. Außerdem gab es noch ein Extra, eine spektrale Aufnahme von WASP-96b, einem Exoplaneten, um mehr über seine chemische Zusammensetzung zu lernen. Das James Webb funktioniert also tadellos. Aber jetzt kommen wir zum eigentlich interessanten Teil an der ganzen Sache, nämlich die Forschungsmissionen, die das James Webb die nächsten 20 Jahre lang durchführen wird. Denn das ist Webbs Hauptaufgabe und diese Missionen werden jetzt gerade, schon in diesem Moment, da draußen im All durchgeführt. Und es gibt eine Menge davon, lass uns also mal darüber sprechen, welche großen Fragen der Wissenschaft in nächster Zeit beantwortet werden. Als wir gesehen haben, wie unglaublich diese ersten Bilder des James Webb sind, haben wir uns gedacht, das muss gefeiert werden. Und genau das machen wir jetzt auch, indem wir das zweite Mal überhaupt Dr. Watson-Merch droppen. Und zwar dieses Mal nicht mit dem Perseverance Mars Rover, sondern natürlich mit dem James Webb-Teleskop. Das Design hat Stefan aus unserer Postproduktion entworfen und ich finde es richtig mega nice. Und kleiner Fun-Fact, es ist tatsächlich offiziell von der NASA approved. Ab heute könnt ihr euch die Shirts bestellen und natürlich gilt wieder, sie werden nachhaltig hergestellt und alle in der Arbeitskette werden fair bezahlt. Ab jetzt sammeln wir für circa 4 Wochen lang alle Bestellungen und geben erst dann den Auftrag zur Produktion, damit exakt die richtige Menge an T-Shirts hergestellt wird und am Ende nichts weggeschmissen werden muss. Den Link zum Bestellen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Okay, lasst uns nicht mehr länger um den heißen Brei herumreden und über die erste Mission sprechen. Mit dem James Webb können wir quasi in die Vergangenheit schauen, denn das Teleskop kann Licht beobachten, das vor bis zu 13 Milliarden Jahren emittiert wurde. Genaueres dazu findet ihr übrigens in diesem Video hier, wo ich alles über das James Webb erklärt habe. Trotzdem hier nochmal ganz kurz die Kurzfassung. Bei der Cosmos Webb Mission schaut das Teleskop auf einen 2x2 Grad großen Bereich des Universums. Dieser spezielle Bereich ist bereits sehr gut untersucht und es wurden hunderte von Papern aus den Ergebnissen publiziert. Mit dem James-Webb-Teleskop lässt sich diese Ecke des Universums jetzt aber noch besser beobachten, da es andere Wellenlängen messen kann und sensitiver ist, selbst bei niedriger Lichtintensität. Das ist wichtig, zum Beispiel, wenn man die Galaxien beobachten möchte, die besonders weit entfernt sind. Denn das Licht dieser Galaxien muss auf seinem Weg zu uns nicht nur mit Weltraumstaub klarkommen, sondern verliert auf dem weiten Weg auch an Intensität. Außerdem sind die Wellenlängen rot verschoben und diese Verschiebung zu messen ist die Spezialität vom James Webb. Dafür hat es gleich mehrere Messgeräte an Bord. Bei der Bildgebung haben wir die NIRCam für kürzere Wellenlängen und MIRI für die etwas längeren Infrarotwellen. Diese Erweiterung in größere Wellenlängen ermöglicht ganz neue Einblicke in unser Universum. Apropos Rotverschiebung, genau in diesem Bereich des Universums wurde etwas Eigenartiges beobachtet. Man hat ein Lichtspektrum gefunden, dessen Ursache man noch nicht zuordnen kann und nannte die Galaxie, die dieses Licht aussendet, CR7. Und nein, das ist kein Zufall, die Galaxie wurde wirklich nach Cristiano Ronaldo benannt, was die Recherche im Internet etwas erschwert hat, da man ständig nur auf Ronaldo-Bilder stößt. Aber gut. Für dieses Phänomen gibt es 2 mögliche Erklärungen. Eine könnte die Bildung der ersten Sterne in unserem Universum sein. Die Geburt dieser Sterne hat 800 Millionen Jahre nach dem Urknall stattgefunden, also vor ca. 12,9 Milliarden Jahren. Um das in Relation zu setzen, wenn das Universum heutzutage ein 80-jähriger Mensch wäre, wäre es bei der Entstehung der ersten Sterne erst knapp 6 Jahre alt gewesen. Zu dieser Zeit haben sich die Sterne noch aus reinem Wasserstoff geformt. Rein bedeutet, dass dieser Wasserstoff nicht von schwereren Elementen verunreinigt wurde, die zum Beispiel durch Supernovae von Sternen späterer Generationen ausgestoßen wurden. Und genau diese Reinheit könnte dieses ungewöhnliche Spektrum verursachen. Aber es gibt ja noch Möglichkeit Nummer 2. Das Spektrum wurde durch einen direkten Kollaps von einer Gaswolke zu einem schwarzen Loch ausgesandt.
Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise formen sich aus Gaswolken eigentlich zuerst Sterne und die kollabieren dann erst zu einem schwarzen Loch. Nun brauchen wir das James Webb, um den Fall aufzuklären. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was passiert, wenn das James Webb beschädigt wird und keine Fotos mehr machen kann? Gibt es eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Space-Teleskope? Vermutlich nicht, aber für euch gibt es die auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Clark, dem Sponsor des heutigen Videos. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager, der euch in einer praktischen App anzeigt, was ihr für eure Versicherungen zahlt und was diese Versicherungen alles für euch abdecken. Wenn ihr dann über Clark eine neue Versicherung abschließt, dann könnt ihr von ausgebildeten Versicherungsmaklern ganz individuell und personalisiert dabei beraten werden. Nur von Space-Teleskopen haben die, glaube ich, weniger Ahnung. Aber Achtung, ihr schließt damit auch ein Maklermandat ab. Das bedeutet, Clark kann Versicherungen für euch abschließen und kündigen, allerdings natürlich nur mit eurer Zustimmung. Falls ihr also schon einen Makler habt, kann diesem auch das Mandat entzogen werden. Das alles könnt ihr natürlich jederzeit widerrufen und euer Konto auch wieder schließen. Das Ganze klingt interessant für euch? Dann klickt unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link und holt euch die Clark-App. Mit dem Code WATSON kriegt ihr mit jeder hochgeladenen Versicherung einen 15€ Einkaufsgutschein bis zu maximal 45€ und unterstützt dabei auch noch uns und weitere spannende Videos. Seit 1996 ist bekannt, dass sich im Zentrum der Milchstraße ein supermassives schwarzes Loch mit der Masse von 4 Millionen Sonnen befindet. Ein Interview mit dem Wissenschaftler, der dafür 2020 den Nobelpreis erhalten hat, findet ihr übrigens hier. Doch wie ist das schwarze Loch dahin gekommen? Ist es woanders entstanden oder hat es sich dort geformt? Und was war eigentlich zuerst da? Die Planeten oder das schwarze Loch? Und damit sind wir schon bei der nächsten Mission, die das James Webb gerade durchführt. Durch das James-Webb-Teleskop haben wir die Möglichkeit, viel schärfere Aufnahmen vom Zentrum der Milchstraße zu machen. Um das Zentrum herum gibt es nämlich ganz schön viel Zeug, das da einfach so herumschwirrt. Staub zum Beispiel, der das Licht davon abhält, zu uns zu kommen. Was ärgerlich ist, denn dieses Licht brauchen wir ganz unbedingt, um das Zentrum der Milchstraße zu erforschen. Hinfahren, um Gesteinsproben zu nehmen, können wir ja leider nicht. Helfen kann uns aber, erneut, infrarotes Licht, da das nicht so leicht absorbiert wird. Dadurch erhalten die Forschenden die Möglichkeit, durch dieses Dickicht an ganz vielen Partikeln bis zum Zentrum unserer Galaxie durchzuschauen. Dabei kann es Objekte nahe am Zentrum des schwarzen Lochs beobachten und ihre Bewegungen messen, um dadurch die dort herrschende Gravitation zu berechnen. Unter Umständen könnte es um das supermassive schwarze Loch nämlich eine Ansammlung von noch weiteren kleineren schwarzen Löchern geben, die um das Zentrum kreisen. Das wollen die Forscher und Forscherinnen nun mit dieser Mission herausfinden. All das hilft uns, mehr darüber zu erfahren, wie unsere Galaxie entstanden ist. Besonders die Frage, wie sich Sterne so nah am Zentrum formen konnten, ist spannend, denn dort herrscht große Gravitation, was das Ganze bisher ziemlich unerklärlich macht. Wenn dabei demnächst etwas Krasses herauskommt, dann erfahrt ihr das natürlich hier bei Dr. Watson als erstes. Das TRAPPIST-1-Planetensystem ist 40 Lichtjahre von uns entfernt und ein ganz heißer Kandidat für eine Erde 2.0. Und zwar aufgrund seiner 7 Exoplaneten. Diese 7 Planeten haben einen sehr kleinen Orbit, um das mal in Relation zu setzen. Alle 7 befinden sich innerhalb der Distanz von Sonne und Merkur zu ihrem Stern. Da dieser Stern aber wiederum viel kleiner und kälter ist, befinden sich nichtsdestotrotz 4 von ihnen in einer bewohnbaren Zone. Also nicht zu heiß und nicht zu kalt. Soweit so gut. Nun möchte man herausfinden, aus welchen Elementen die Atmosphäre dieser Planeten besteht. Damit kann man dann abschätzen, ob dort Leben möglich wäre. Wenn das Licht des Sterns die Atmosphäre der Planeten durchquert, werden gewisse Wellenlängen absorbiert und das ausgesandte Spektrum des Sterns verändert sich. Diese Spektren liegen im Infrarotbereich und das ist ja eine der leichtesten Übungen vom James Webb. Mit seinen riesigen Honigwabenspiegeln kann es den Lichteinfang zusätzlich maximieren und so sogar die schwächsten Lichtsignale auslesen. In diesen Lichtspektren können wir dann sehen, welche Wellenlängen absorbiert wurden und so können Forscherinnen und Forscher darauf schließen, welche Elemente und Moleküle sich in dieser Atmosphäre befinden. Am besten wäre es natürlich irgendwas wie Wasser, CO2, Methan oder Stickstoff zu finden, weil das ein Zeichen dafür wäre, dass auf diesem Planeten theoretisch Leben entstehen könnte. Okay, das waren jetzt 3 der Projekte, aber die Liste ist ja noch viel, viel länger.
Leider können wir euch in diesem einen Video hier nicht über alle 286 Projekte etwas erzählen, aber wir konnten nicht widerstehen, euch noch ein paar weitere Highlights aus der Liste schnell zu pitchen. Die GNZ-11 war lange die älteste bekannte Galaxie. 2022 wurde sie aber von HD1 abgelöst. HD1 ist vermutlich entstanden, als das Universum erst 330 Millionen Jahre alt war. In Menschenjahren umgerechnet war das Universum dort also nur ein bisschen älter als 2 Jahre. Durch Beobachtung des damals ausgesandten Lichts hofft man, noch mehr über die frühen Jahre des Universums zu erfahren und das Alter der beiden Galaxien genauer bestimmen zu können. Ebenso gibt es neue Forschungsprojekte zu Gravitationswellen. 2023 ist geplant, den nächsten Run, so nennt man die Messdurchläufe, zu starten. Dabei hofft die Forschungsgruppe auf parallele Daten vom James-Webb-Teleskop, die die Ergebnisse zusätzlich bereichern würden. Sehr spannend, dazu werden wir auf jeden Fall ein Video machen. Die Suche nach Wasser geht ebenso weiter. Wasser wollen wir nicht nur auf Exoplaneten finden, sondern es spielt ebenso eine wichtige Rolle bei der Planeten- und Atmosphärenentstehung. Damit können wir dann erforschen, wie Leben auf der Erde selbst möglich wurde und wie die Erde und die Moleküle sich entwickelt haben. Falls ihr jetzt noch mehr wissen wollt und die nächsten Monate gar nichts zu tun habt, dann haben wir euch ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr euch in alle 286 Missionen einarbeiten. Da die Messungen nun endlich gestartet sind, können wir uns also die nächsten Jahre auf jede Menge James-Webb-Neuigkeiten freuen. Und wir kommen dem Ziel, die Geheimnisse des Universums zu verstehen, immer wieder einen Schritt näher. Sobald es etwas Neues gibt, dann bekommt ihr natürlich hier auf Dr. Watson die nötigen Updates. Vergesst nicht, euch ein cooles James-Webb-T-Shirt zu bestellen, denn nachdem die Bestellungen schließen, gibt es vermutlich die Chance nie wieder. Bleibt wie immer neugierig, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Cedric. Smack that all on the floor, smack that, give me some more. Ganz schön viel Zeug, das da einfach so rumschwirbt. Rumschwirbelt. Die Erde ist flach. Das schwirbelt da so rum. Aber wir konnten euch nicht, wir konnten euch nicht widerstehen.